Wow! Und gleich gibt's noch eine Runde rückwärts. Wir fahren mit der Fuffbahn und ich zeige euch, wie ihr nicht gleich alles vollkotzt. Fuff, oder auch FOV, kurz Field of View, bezeichnet, wer dem Englischen mächtig ist, schlicht und einfach das Sichtfeld. Und hierbei bezogen auf das sichtbare Geschehen in einem First-Person-Shooter wie Battlefield 4 einer ist. Ja, ich weiß, voll die Leuchte der Lost. Der FOV, Field of View, wie auch immer, definiert sich hierbei durch das Sichtfeld, welches uns sowohl in der Tiefe, Höhe wie auch Breite geboten ist. Je höher dieser Wert, desto größer ist unser Sichtfeld bezogen auf die jeweiligen Dimensionen. In Battlefield 4 steht dieser auf einem standardmäßigen Wert von 60. Als Vergleich gebe ich euch die jeweils höheren Werte 90 und den höchsten im Menü auswählbaren Wert 120. Wie ihr seht, erscheint das angepeilte Ziel mit einem höheren FOV-Wert jeweils weiter weg. In Wirklichkeit ist es jedoch bei einem Wert von 120 immer noch die gleiche Entfernung wie bei 60, in diesem Fall genau 35 Meter. Und jetzt kommt's! Für euch erscheint das jeweilige Ziel mit einem höheren FOV-Wert ja weiter entfernt, hatten wir schon, wa? Und nach zahlreichen mathematischen Gleichungen und der Rekalibrierung der induktiellen Fluxkompensatorrefluxion bin ich auf das Ergebnis gekommen, dass dadurch das jeweilige Ziel, haltet euch fest, auch kleiner ist! Was? Ja, richtig. Ein höherer FOV-Wert bedeutet zum einen zwar ein größeres Sichtfeld, jedoch auf der Kehrseite auch kleinere Ziele aufgrund der verschobenen Tiefendimension. Und jetzt kommen wir zur Krux in Battlefield 4. Was ist mit noch verwirrender? Ja, sowas von. Wenn ihr nämlich in Battlefield 4 eine Waffe benutzt, welche eine Visierung mit Vergrößerung, also Zoom-Stufe besitzt, dann resettet euer FOV-Wert in diesem Zoom-Modus wieder auf den Standardwert von 60, solange ihr euch im Zoom befindet, und springt wieder in den von euch festgelegten Wert, wenn ihr wieder aus dem Zoom heraus seid. Für diejenigen unter euch, denen immer noch Quantenphysik durch den Kopf eiert und die aufgrund von Hirntod bereits zombiemäßig auf das Keyboard sabbern, hier ein Beispiel. Ihr habt euren Wert auf 120 gestellt. Wenn ihr durch die Gegend lauft, bewegt ihr euch durch diesen Warp-Tunnel und habt auch das vergrößerte Sichtfeld. Wenn ihr dann mit einem Red Dot bewaffnet in den Visiermodus geht, ist auch alles paletti. Immer noch ein Wert von 120. Wenn ihr eure Wumme jetzt jedoch zum Beispiel mit einem ACOG, also mit COG und nicht mit CK am Ende, ausrüstet und mit diesem Vierfach-Zoom anvisiert, seid ihr während diesem Modus wieder bei einem FOV-Wert von 60. Verstehst du? Und was bedeutet das nun für euch? Ich kann euch aufgrund dieser unfassbaren Erkenntnis der Weltgeschichte folgende Tipps geben. Wenn ihr auf Close Quarter bzw. allgemein kleinen und schnelllebigen Karten wie zum Beispiel Operation Locker oder gerade im Domination oder Team Deathmatch Modus etc. unterwegs seid, solltet ihr einen eher kleineren Field of View Wert fahren, um eure Gegner auch entsprechend präzise unter Feuer nehmen zu können, da diese durch einen geringeren FOV Wert eben visuell näher dargestellt werden und damit ein größeres Ziel abgeben. Solltet ihr jedoch als Hobby-Sniper durch die Gegend eiern und sowieso etwas vorsichtiger vorgehen, so könnt ihr hierbei einen höheren Wert wählen, um eure Umgebung um euch herum besser im Blick zu haben und nicht das Opfer von messergeilen Gegnern zu werden. Zudem besitzt ihr als Sniper theoretisch ja auch ein Gewehr mit Zoom und resettet dadurch eh in die 60 FOV, wenn ihr Gegner unter Feuer nehmen wollt. Und wenn ihr zu der Truppe gehört, die auch auf kleineren Karten oder entsprechenden Modi mit einem Vierfach-Zoom für die Racks rumlaufen, na dann könnt ihr grundsätzlich auch einen höheren FOV-Wert wählen. Allgemein gibt es hier keinen Mittelwert und auch der allseits bekannte und auch benutzte Wert von 90 ist eher kontraproduktiv. Hierbei sollte man wirklich den Wert entsprechend den Gegebenheiten der Karte, des Modi und der jeweiligen Spielweise anpassen, um das Beste rausholen zu können. Und das bedeutet den Gegnern ordentlich den Arsch aufzureißen, denn wir spielen Battlefield. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.